Okay, mal überlegen. Ich denke aus der Schwert. Brauche ich hier für nichts. Das sieht ja fast nach Zombie aus. Oh ja, den Zombie-Skin würde ich mir auch mal downloaden. Hätte ich immer noch nicht gemacht. Ich muss mich mal da selbst dran erinnern. Okay, ohne Haken ist hier schweres Entkommen. Sein, wir schaffen es hier rüber. Sehr schön. Kommen wir hier immer noch nicht lang. Ach, verdammt. Müssen den Haken mitnehmen. Ich bring mich um. So, der Sturz nach dieser Erinnerung. Gibt es jetzt, glaube ich, nicht direkt ein Ending, dass wir die Entwickler töten, aber. Spart uns den Weg. Ich habe nämlich wirklich danach geguckt. Spart uns, glaube ich, ist, glaube ich, einer der Schritte, der uns den Weg in die Wüste bahnt. Wenn ich das nicht komplett falsch recherchiert habe. Deswegen weiß ich auch, wo die ganzen Entwickler hier sind. Du hast Mori. So, dann hier runter. Und nach rechts. Aha. Habe ich dich gefunden. Abwehrpalette freigeschaltet. Also Abwehr hieß die. Und jetzt geht's hier zur Schatzkammer. So, den Entwickler getötet. Machen wir es einfach mal nach der Reihe. Ein Hinweis. Den nehme ich mal. Du bist in den hatten wir schon mal, oder? Egal. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Der nächste Hinweis, sind wir damals nicht rangekommen. Von mir aus können wir auch gleich noch das nächste machen, wenn wir da hinkommen. Ne, kommen wir nicht. Wir müssen uns mal irgendwie töten lassen. Ich weiß ein Ending, was wir herausfordern können. Wenn du siehst, dies wirst du wahrscheinlich bald tot sein. Ja, genau so. Und wer stand da oben drauf? Ich glaube, das Schwert brauchen wir dafür.
Oh, ja. Das Prozedere. Das sind die anderen beiden Überlebenden. Okay, die beiden müssen noch finden. Es waren am Anfang ganz viele. Ich glaube, 4 Leute waren dort, als wir den ersten getötet haben. Ruheplatz. Ah ja, hier haben wir die beerdigten Entwickler. Ein Hinweis. Dann öffnet sich da hier wahrscheinlich, was wir alle getötet haben. 2 sind da noch übrig. Gehen wir da irgendwo runter. Ruhe. Monkey tritt der Gruppe bei. Ah, was? Okay. Haben wir bei neues freigeschaltet, glaube ich. Wenn wir was geschafft haben, das zu retten. Neuer Hinweis. Okay, was nun? Hier wollte ich eigentlich gar nicht lang. Jetzt hätte man die Chance gehabt, nochmal zurückzukommen. Jetzt sind wir noch mal hier. Jetzt noch ein Hinweis. Ach, sehr schön. Sammeln wir hier weitere Hinweise ein. Die wird den wir gleich folgen können. Ich komme jetzt von der anderen Seite hin. Oder auch nicht. Yep, machen wir es kurz. So, Schwertruhen und Bombe war das. Oder dunkle Klippe. Dunkle Brücke. Ah, okay. Okay, ich glaube, ich habe eine Idee, was gemeint sein sollte. Genau so. Was wir nur mit Huhn schaffen. Das waren diese Plattformen, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wie kommen wir dorthin? Was soll mit Huhn? Jetzt haben wir hier ein Praktikantenzimmer. Da haben wir den Entwickler. Hey, ich bin Alberto, einer der Schöpfer dieser Welt. Bin seit Monaten in diesem Spiel gefangen. Bitte zeig mir den Ausweg. So, hier hast du den Spektrum-Palette freigeschaltet. Und dafür ist das da. Okay, den letzten Entwickler finden wir. Aha. Endlich macht der Pfeil einen Sinn. Der Pfeil, der nach rechts zeigt. Ist noch ein Entwickler versteckt. Glaube ich. Oh. Der Musikclub. Ach ja, hier waren wir schon mal drin. Hallöchen. Hi, ich bin Pareo. Einer der Schöpfer dieser Welt. Bitte kaufe den Soundtrack. Ich brauche Geduld. Ich brauche Geld, um es noch mehr Grammophone zu kaufen. Nächster. Outline Palette freigeschaltet. Soundtrack ganz aus.
So ist der Soundtrack. Aha. Hier mal in Lava fallen. Sehr gut. Jetzt müssten wir alle Entwickler getötet haben. Jetzt kommt hier auch keine mehr uns zu bekämpfen. Ich glaube, ich habe hier schon was verkackt. Nein, hier nicht runterfallen. Okay, da soll man nicht hin. War das nicht das hier? Hier Ruheplatz, genau. Gut, Miguel Carido. Er wird in Erinnerung bleiben für Q&A. QA und Suzy-Code. Juan Delgado, rot hier, wird in Erinnerung bleiben für QA und zuständigen Code. Daniel Parejo, rot hier, er wird in Erinnerung bleiben für Musik. Javi Zepa, rot hier, er wird in Erinnerung bleiben für Design, Code und Art. Und Alberto Martin, rot hier, wird in Erinnerung bleiben für Code. Wahrscheinlich hier unter den Ads auf Twitter zu erreichen. Könnt ihr ihn schreiben, haha, ihr seid tot. Tod zur Hölle. Ach cool. Nachdem er alle Spieleentwickler getötet hatte, die er fand, ging Old Gentleman buchstäblich in die Hölle. Dort war er gezwungen, in aller Ewigkeit Videospiele zu entwickeln. Als Strafe für die schlechte Behandlung unserer edlen Indie-Entwickler, die natürlich im Himmel ruhten. Grunge-Hölle. Sehr schön. Sehr tolles Ending. Ach, 67. Ne, 87 haben wir da. In 86 haben wir durch noch gar nicht. Old Gentleman musste Überstunden machen, um ein Ticket von dort weg zu kaufen. Und jetzt war er wieder bereit, das Abenteuer. Nosferatu-Saurus. Okay, ich bin der Teufel. Hinweise. Oha. 86, 88, 89, 90, 91, 92. Oh ja. 86. Bringen die Scheune zum Wackeln. Okay. Ich habe da schon einen seichten Verdacht. Ich wollte hier gerade mal. Fürs Haus. So. Das Schwert brauchen wir natürlich immer.